Ja, Museen, Theater, Ausstellungen. Sie alle haben gerade geschlossen. Kunst ist also momentan nur schwer zu erreichen. Doch wo sie auch während des aktuellen Lockdowns noch greifbar ist, darüber spreche ich jetzt mit der Duisburger Street-Art-Künstlerin und Fotografin Jana Reich. Hallo Jana. Hallo, guten Abend. Ja, Jana, wir haben uns aufs Du geeinigt und du interessierst dich schon seit Jahren für Street Art. Du schätzt die Offenheit und die Vielfalt, die sie mit sich bringt. Was denkst du, was kann diese Szene jetzt, wo einem der Zugang zur Kunst erschwert wird, ja, was kann die schaffen? Das Besondere an Street Art finde ich, was mich auch über die Jahre begeistert hat, ist, dass es eine Kunst ist, die meiner Meinung nach für jeden zugänglich ist. Also man trifft auf schöne Dinge in den Straßen, insofern man den Blick dafür hat. Also viele übersehen es vielleicht manchmal auch von Stickern, kleinen Gemälden, Paste-ups oder interpretieren es erst gar nicht als Kunst. Aber ich sag mal so, wenn man so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür hat, kann man sehr viele tolle Sachen entdecken. Also mitunter in Duisburg, natürlich auch in anderen Städten. Und ich finde manchmal, dass der öffentliche Raum dann fast wie eine kostenlose Kunstgalerie ist. Und das ist vielleicht besonders in Zeiten, wo eben Galerien manchmal schließen müssen oder vielleicht auch nicht jeder das Geld hat, um diesen Zugang zur Kunst, sich selber zu ermöglichen, eine ganz tolle Sache. Was würdest du sagen? Du hast gerade gesagt, manche übersehen die Kunst, die Städte halt eben bieten, die Street Art bietet. Wie kann man das vielleicht lernen? Also einfach aufmerksamer durch die Straßen gehen, auf die kleinen Dinge achten. Ja, was würdest du sagen? Wie sollte man vielleicht gerade jetzt, wo man eben nicht in Museen zum Beispiel gehen kann, wie sollte man jetzt durch die Straßen gehen? Ja, es ist eine gute Frage. Also mir selber ist auch vor über 10 Jahren sind mir Sticker aufgefallen in den Straßen. Also es hingen halt Sticker an Laternen und ich habe mich gefragt, warum hängen da so Bilder? Also es war keine Werbung offensichtlich und das hat mich irritiert. Und ich mag es eigentlich, wenn ich im Alltag mal so irritiert werde, so auf dem Weg zur Arbeit, wo man in seinem Trott ist. Und mittlerweile, wo ich selber in dem Thema drin bin, habe ich schon auch viele Menschen in meinem Umfeld darauf so ein bisschen sensibilisiert, die dann auch sagen, ja, da hängt doch nur Werbung an der Laterne oder sowas. Und ich habe dann so ein bisschen versucht, den Blick darauf zu lenken, dass man unterscheidet, dass das vielleicht doch zwischendurch auch Kunst ist, sodass eben von Street Art Künstlern dorthin geklebt wurde. Und mit offenen Augen durch die Straßen gehen, einfach mal gucken, was klebt da, was hängt da, gehört das da eigentlich hin? Oder es sind manchmal auch einfach Sprüche, die irgendwo hingeschrieben wurden, die vielleicht auch sogar aufmunternd sein können oder eine schöne Message haben. Und das ja, bereichert sehr, glaube ich. Besonders jetzt, wo man ja dazu angehalten ist, öfter mal spazieren zu gehen, lohnt es sich auf jeden Fall mit offenem Blick mal durch die Straßen zu gehen. Denkst du, dass sich jetzt aus der Street Art vielleicht auch neue Potenziale ergeben können, dass jetzt einfach das Interesse an Street Art wächst, weil ja Menschen irgendwie eine Alternative brauchen? Viel wird ihnen jetzt gerade genommen, also für Kunstinteressierte, die werden jetzt vielleicht ein bisschen hungriger ja, werden sich jetzt vielleicht auch mehr dann darauf fixieren, weil Street Art eben nicht schließt, weil es das eben noch gibt. Ich würde es mir fast wünschen. Also ich finde, das Thema kommt noch ein bisschen zu kurz, zumal es ja wirklich sehr vielfältig ist. Die Künstler, die Aussagen, die dahinter stecken oder die Intention. Und ich weiß auf jeden Fall aus der Szene, dass Corona mitunter auch dazu genutzt wurde, um aktiver zu werden. Also man sieht es halt, wenn man einen Blick dafür hat, dass sich so ein bisschen, ich sag mal, die Straßen verändert haben oder bestimmte Spots voller geworden sind, wo Bilder oder entsprechende Sticker oder Paste-ups hängen. Also von der Szene selber wird die Zeit intensiver genutzt. Wie sie natürlich von den anderen Leuten aufgenommen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Leute, die, wie gesagt, so einen Blick dafür haben, die freuen sich auf jeden Fall darüber, dass die Straßen ein bisschen voller geworden sind. Jetzt haben wir viel über die generelle Street Art geredet. Jetzt wollen wir natürlich auch mal einen Blick auf deine Kunst werfen, denn du bist selber auch seit 2016 unter dem Namen Delefant aktiv. Und ja, wir wollen einfach mal in deine Kunst jetzt reinschauen. Während wir reinschauen, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was du mit diesen Stickern, unter anderem mit Stickern ausdrücken willst, bewirken möchtest. Also ich hatte ja schon angemerkt, dass ich damals selber auf Sticker aufmerksam geworden bin und erst dazu diesen Zugang gefunden habe. Also ich habe dann so ein bisschen recherchiert und nachgeschaut, was hat es damit auf sich und dann eben gemerkt, dass da auch so eine Kunstszene hinter ist. Ich habe ein paar Jahre in Karlsruhe gelebt, bin dann 2016 nach Duisburg gezogen. Delefant setzt sich dann relativ einfach daraus zusammen, dass Elefanten meine Lieblingstiere sind tatsächlich und ich einfach im Dellviertel in Duisburg wohne und es da ein naheliegendes Wortspiel ergab. Und man hat irgendwann, wenn man das rezipiert, also wahrnimmt diese Kunst, auch das Bedürfnis, mal mitzumachen. Und mein Aha-Erlebnis damals war, dass ich auf dem Weg zur Arbeit war. Und das war halt so, wie man das morgens kennt, so dieser Trott, wenn man zur Arbeit fährt. Und diese Sticker, die ich da so gesehen habe, oder die Kunst auf dem Weg, die hat mich so ein bisschen aus meinem Alltag rausgerissen. Und diesen selben Effekt wünsche ich mir eigentlich auch
für Menschen, die meine Sachen sehen. Das ist auch die Rückmeldung, die ich öfter schon bekommen habe. Also, dass Leute sich schlicht und ergreifend freuen, wenn sie so in ihrem Alltag irgendwo einen Elefanten kleben sehen, zum Beispiel. Oder ich habe ja auch Sticker, wo einzelne Worte draufstehen, mit denen ich dann zum Beispiel kommentiere. Also, wenn mir Dinge im öffentlichen Raum gefallen oder nicht gefallen oder ich auch denke, es könnte witzig sein, dann kommentiere ich auch mit meinen Stickern. Und das ist so mitunter das, was ich mir auch für andere wünsche, dass ich die irritiere, ihnen vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubere, dass sie sich einfach so mal die Frage stellen, was hat es eigentlich auf sich damit? Und das ist so der Hauptaspekt, der mich da eigentlich antreibt, muss ich sagen. So die Was für kleinen ein, Freuden des Alltags. ja. So. Was für einen Einfluss hat gerade die Corona-Pandemie auf deine Kunst? Hat die überhaupt einen Einfluss? Verändert sich was daran oder ist sie unberührt? Ich glaube, der zeitliche Aspekt spielt da eine Rolle und auch eben, dass man jetzt durch die, ja, Isolation, dass man angehalten ist, eben zu Hause zu bleiben, auch einfach mehr Zeit hat, vielleicht da Dinge auszuprobieren nochmal. Also die Street Art ist ja auch also ein sehr breites Feld, in dem man sich ausprobieren kann. Von Techniken her, von Dingen, die man rüberbringen möchte. Und da würde ich sagen, dass Corona einfach auch gerade so ein zeitliches Umfeld bietet, da vielleicht mal so raus aus dem Alltag zu gehen und sich mehr diesem Thema zu widmen. Also jetzt in meiner speziellen Situation ist es so, dass ich im März dann auch in Kurzarbeit war und dann mich auch verstärkt einfach um solche Themen gekümmert habe, um da Beschäftigung zu haben. So wie andere vielleicht Modelleisenbahn bauen oder. Ja, jetzt ist Genau. die Zeit nicht nur für Kunstliebhaber schwer, jedenfalls für die, die vielleicht nicht so ein offenes Auge haben wie du und so offen durch die Straßen gehen, die es vielleicht eben noch nicht so gelernt haben und eher mehr gerne ins Museum oder ins Theater gehen. Aber es ist eben besonders halt gerade für die freischaffenden Künstler, generell für die Künstler schwer, für Schauspieler, Sänger, Veranstaltungstechniker und so weiter. Was denkst du, was für einen Einfluss hat gerade diese unsichere Situation, diese ja, komische Stimmung auf die Kunst nach Corona. Was denkst du, wie wird die sich verändern? Das ist eine gute Frage. Also das Thema Corona wird auf jeden Fall in der unterschiedlichsten Form von Künstlern und Künstlerinnen, denke ich, bearbeitet werden. Also es gibt jetzt schon von Galerien, habe ich gesehen, Aktionen, wo dazu aufgerufen wird, dass Menschen ihre, in Anführungsstrichen, Corona-Kunst einsenden sollen. Also Dinge, die sie gestaltet haben in der Zeit, wo sie jetzt zum Beispiel in Quarantäne waren, beziehungsweise zu Hause einfach waren. Und Kunst ist ja immer ein schönes Ausdrucksmittel auch, egal ob für positive Gefühle, für negative Gefühle, für gesellschaftliche Umbrüche, eigentlich für alles. Und ich bin fest davon überzeugt, dass uns da noch viel erwartet. Also nicht, dass ich jetzt der Pandemie irgendwas Schönes abgewinnen möchte, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein Aspekt, den ich als positiv empfinden kann, dass es vielleicht für viele da auch noch mal so einen Trigger darstellt, kreativ zu werden, in welche Richtung auch immer. Ja, man kann die Pandemie eben auch verarbeiten, man kann sie nutzen. Wie sie letztendlich von der Kunst verarbeitet wird, das bleibt abzuwarten und wir sind gespannt. Und ich bedanke mich ja, für deine Darlegung und dass du uns ja, deine Zeit geschenkt hast, Jana. Dankeschön. Ja, ich habe auch zu danken für die Möglichkeit und einen schönen Abend.